Moin moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom LS22 Keimsten Farmprojekt. Schön, dass du wieder mit dabei bist und ihr seht schon unser schönes Gespann für heute, denn wir fahren heute mit einem Klaas und hinten dran haben wir den Kotte Garant Güllestreuer. Sehr, sehr geil, wir haben ja in der letzten Folge schon mal ein bisschen ausprobiert und heute geht es aber direkt los hier Gülle zu fahren. Und wenn dir das Ganze gefällt, dann lass mir doch liebend gern ein Däumchen da. Und falls du nichts mehr verpassen möchtest, lass dem Kanal doch auch gerne ein kostenloses Abo da. Und damit unterstützt du natürlich auch den Kanal. Vielen Dank an der Stelle auch für die letzten Kommentare, für die letzten Däumchen und für alle Neuzukömmlinge auf dem Kanal. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir werden erstmal schön Gülle ausbringen. Da freue ich mich ja schon seit gefühlt Tagen. Und weil das ist wirklich eine Tätigkeit, die habe ich im LS tatsächlich so noch nicht wirklich gemacht. Und ich glaube, das ist eine ganz coole Sache. Denn wir haben dadurch natürlich halt die Möglichkeit, unsere eigenen Rohstoffe, so nenne ich es jetzt mal, unsere eigenen Rohstoffe zu benutzen, um halt unsere Felder zu düngen und so, ne? Das ist halt schon glaube ich, echt viel wert. Und da feiere ich das natürlich enorm, wenn wir das halt auch ausnutzen können, ne? Wir müssen nichts mehr zukaufen. Wir müssen einfach das nehmen, was wir haben. Vielleicht wird es nicht ganz reichen, weil wenn ich jetzt überlege, auf dem großen Feld, und wir haben jetzt hier schon einen Anhänger nur im Vorgewende verballert, glaube ich, können wir in dem nächsten Feld halt echt viel fahren, ne? Und ich glaube, so viel haben wir tatsächlich auch nicht. Ja. Weil wir gucken mal kurz hier. Bei den Kühen. Gülle, okay, Gülle 20.000 sind noch da. 20.000 haben wir noch da. Und wie viel haben wir hier noch Gärreste am Start? 12.000, okay. Das heißt, wir müssen... Warte mal, wir probieren jetzt mal was. Ich werde jetzt mal einen Anhänger Gärreste holen. Mal gucken, ob das einen Unterschied macht. Und wenn ich hier vernünftig durchkomme, ich hoffe. Wo hänge ich jetzt schon wieder? Oh, Mann, oh! Okay, jetzt ziehen wir einfach durch. Kein Problem. Wo hängt der jetzt? So. Okay. Dann holen wir jetzt hier, glaube ich, auch noch mal Gärreste raus. Okay, das heißt, das ist leer. Ich dachte krass, ich dachte, das wäre mehr. Aber okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall... Ja, dann lass uns doch mal kurz gucken, warte mal. Lass uns mal eben gucken, wie viel kostet das in der Miete? 200, so. Dann brauchen wir das Förderband hier noch, ne? Miete, Abfahrt. So, dann lass uns den Kollegen mal nehmen. Wir wollen ja auch mal ein bisschen expandieren hier, ne? Das nützt ja auch alles nichts. So. Dann fahren wir mit dem mal eben. Ist jetzt die Frage, ne? Wir könnten natürlich sagen, ich probiere mal was. Dann wäre es eigentlich geil, wenn wir die Grasballen, die wir da haben, vielleicht dann doch erstmal noch wickeln wickeln können, oder? Sollen wir die noch wickeln? Dann haben wir da Silageballen. Das wäre eigentlich top, ne? Wäre eigentlich top. So. Ich nehme mir jetzt mal den Wagen hier wieder mit. Oh, der Regen ist auch ein bisschen laut, oder?
Stopp! So, ein bisschen leiser machen hier, oder? Fetzt dir das Ohr ja weg. Glaube ich. So, mal gucken, ob wir die Förderbänder da drauf bekommen. Dann haben wir jetzt doch die, das gemacht, was in den Kommentaren mal vorgeschlagen wurde, wo ich sagte, ja, wir müssen ja auch ein bisschen aufs Geld achten. Aber jetzt sind wir natürlich in einer ganz anderen Situation, weil wir brauchen einfach die Kohle. Wir brauchen einfach die Kohle, Freunde. Beziehungsweise die Gärreste. Deswegen machen wir das jetzt mal in einem anderen Stil. Ich habe natürlich auch die Bedenken dabei, dass vielleicht das nicht reichen wird. Also ich sag mal, oh Gott, die sind ja ganz schön groß, ne? Kriege ich ja niemals hier drauf. Okay. Okay, krass, die sind natürlich echt dicke Monster-Dinger, ne? Das wird ja spannend. Das kriege ich da gar nicht. Kann ich die nicht alle in einem Zug irgendwie mitnehmen? Warte mal. Das wäre doch eigentlich das Geilste. Oh, jetzt ist der im Weg. Hey. So, gehen wir da mal rein. Der kann nur vorwärts und rückwärts, oder was? Kann er nicht lenken? Na, dann helfe ich ihm mal kurz. So. Und kann ich jetzt nicht einfach hingehen, das so mitnehmen? Alter, nee, Mann. Hallo, ich möchte das wieder entkoppeln hier. Okay. Bro. Okay, danke. Gut. Ja, dann hat sich das ja richtig gelohnt. Hat sich das ja richtig gelohnt, den anderen Kollegen da, den Anhänger mitzunehmen. Ich dachte, das wird irgendwie gehen. Gut. Aber kriege ich das denn jetzt so mit? Irgendwie muss ich das... Ich kann das doch nicht einfach nur fahren, ey. Das ist... So, jetzt geht das okay. Und wenn ich jetzt... Und wenn ich jetzt den anderen anhänge, geht das dann? Vielleicht? Ich habe keine Lust, jedes Mal hier hinzufahren eigentlich. Komm! Lass uns doch ein XXL-Gespann machen. Oh. Das geht nicht, verdammt. Hätte ja klappen können. Wisst ihr, wie ich meine? Hätte ja klappen können. Oh. Wo komme ich denn hier rum? Na gut, dann fahren wir jetzt halt zweimal. Dann mache ich hier aber den Cosplay-Kollegen. Hallo, wo ist meine Maus? Hey. Oh.
ist meine Maus? Okay. Hallo? Spackt meine Maus hier rum. Seht ihr das? Jetzt ist sie da gewesen, jetzt geht sie wieder weg. Digga. Oh, was soll das denn jetzt? Hallo? Hä? Hallo? Game? Ach komm, dann fahre ich halt selber. Wenn das Ding mich verarschen will, dann kann ich auch selber fahren. Mann. Fahr mal halt schnell selber. Sorry, Leute, aber das ist ja auch dumm. Aber gut, dann fahren wir jetzt mit dem Förderbänder noch darüber. Dann haben wir da zumindest die Möglichkeit, ein bisschen mehr und schneller einzuladen. Und dann glaube ich, wird es am Ende des Tages tatsächlich darauf hinauslaufen, dass wir die Ballen tatsächlich auch alle noch in Folie einwickeln. Weil so wie es ja aussieht, brauchen wir ja ein bisschen mehr Gärreste als ja, als was wir jetzt aktuell haben. Ich meine, das ist nicht schlimm. Ne, wir müssen ja auch jetzt nicht unbedingt viel haben, so. Aber es wäre natürlich nice. Es wäre natürlich nice, weil dann brauchen wir nichts dazu zu kaufen. Und können halt einfach, ja. Haben halt einfach ein klein bisschen mehr Möglichkeiten, so gesehen, ne. Oh, scheiße. Ich wollte eigentlich rückwärts, vorwärts fahren. Geht das jetzt vielleicht, dass der schon mal zurückfährt währenddessen? Jawohl. So, dann soll der zum... nee, Hof, Verkauf. Standard, Fahrzeughändler. So. Ja, von mir aus fahr da lang, ist okay. Dann muss der nochmal wegfahren hier. So. Alter, was ist denn hier los? Okay. Entspannen Sie sich. Yippie! So. Fahr jetzt. Seh zu. Alter, Katastrophe. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hilfe. Ja, Motor ist doch an. Hallo. Oh, jetzt kann ich den nicht drehen hier, oder was? So. Obsgeschwindigkeit. Jubel. Wieso kann ich den nicht drehen, ey? Das verstehe ich nicht, aber okay. So. Ja, die Schaufel, die muss ich einmal ganz kurz irgendwie so mal machen. Und den baue ich da so. Okay. Der ist da. Oh, hier kann ich ja schon mal eine Bahn weiterfahren. Dann kann das schon mal einziehen, ne? Bis der da ist. Können wir ja schon mal eine Runde weitermachen. Das ist echt arscheng für den Kollegen hier. Das ist echt arscheng. Das sag ich euch. So.
75% auch nur, ne? Aber macht nichts. Wir kriegen ja bald mehr. Also, let's go. Let's go. Alter, schon wieder so duster. Okay, stopp. Dann den anderen bitte einmal kurz anhängen. Den habe ich schon mal gestellt eben. Dann mache ich das jetzt echt mit Fließbändern, ne? Das ist ja auch ein bisschen wild. Das ist ja auch echt ein bisschen wild. So, jetzt geht mein... Wieso geht ja jetzt schon wieder die Maus nicht? Mann, was ist denn das? Hä? So, hier geht sie. Da ist sie wieder weg. Hä? Hallo? Was ist denn hier los? Warum geht die Maus nicht? Ach komm, scheiß doch drauf. Dann kann ich auch alleine fahren. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, da ist die Maus. Achtung. Ist sie wieder weg. Okay, warte mal. Da ist die Maus. Da ist die... Ich verstehe es nicht. Hä? Achso. Da geht auch. Okay. Ach Mann. Ist doch einfach ein Witz. Ich bin jetzt eh da. Perfekt. Ah, Freunde, ey. Katastrophe heute. Aber einfach mal Gülle fahren wollte ich. Einfach mal ein bisschen Gülle fahren. Das ist doch nice, oder? Sagt mir ehrlich. So, dann würde ich sagen. Was auch immer ich jetzt da aktiviert habe, keine Ahnung. So, dem fahre ich jetzt da nochmal irgendwie hin. Okay. Uah, hallo. So. Und was muss ich jetzt noch machen? Er ist doch jetzt aktiviert, oder nicht? Warte mal, ich nehme mal eben schnell nochmal den Trecker. Das möchte ich jetzt nochmal kurz testen. Was passiert, wenn ich jetzt mit dem Trecker und dem Anhänger noch darunter fahre? Eigentlich muss es ja jetzt funktionieren. Da funktioniert aber noch nicht so viel. So, aktiviert. Oder warte mal. Nochmal abkuppeln hier. Hä?
Welches Gerät muss ich denn hier? Und den hier. So. Ah, so glaube ich war das. Aktivieren. Ja, jetzt ist da schon mal was drauf. Ah, guck mal. Guck mal, einer, schau. Dann geht das auch. Alter Falter, ey. Was ist denn jetzt passiert? Alter, hier gehen ab und an Dinge vor sich. Was ist denn hier los? Spiel. Was ist denn hier los? Sag mir mal. So, absetzen. Den hier nochmal rumziehen am besten. So. Alter. Gibt's doch nicht. Das gibt es nicht. So, aber ich glaube. Ich glaube, das Ding läuft jetzt auf jeden Fall voll. Das ist doch schon mal klasse. Gut, dann lassen wir den voll laufen. Das dauert ja dann scheinbar auch einen Augenblick, ne? Aber jetzt so wird das Silo dann, glaube ich, relativ fix leer, aber es macht ja nichts. Gut, Freunde, ich würde sagen, das sollte es wieder gewesen sein für die heutige Folge. Sorry, wenn ein bisschen Chaos mit dabei war, aber so ist das halt manchmal. Wir sehen uns gerne in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht. Lasst mir gerne ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, um nichts weiter zu verpassen. Und dann schaltet auch gerne in der nächsten Folge wieder ein. Vielen Dank fürs Dabeisein, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Bauer. Ciao, ciao.